Okay. Ah, jetzt sehe ich was. Jetzt. Oh Gott. Das ist aber verraucht hier. Gut, dass das Fenster ein wenig frische Luft tut. Gut. Ja. Wenn er so ein Fahrrad war, würde er sicherlich nicht beleidigt sein, wenn wir uns ein paar Sachen ausborgen. Gut. Kiste auf dem Regal. Ja, sehe ich. Ich. Achso, Werkzeugkasten. Leer. Raum umsehen. Sie bräuchte ein bisschen Werkzeug. Hammer, Schraubenzieher, Brechstange, Kombizange, Schlüssel und ein Meißel. Okay, ich sehe eine Zange. Ein Hammerkopf. Brechstange, Meißel. Schraubenzieher, Schlüssel und Hammer noch. Das sollten wir doch hinkriegen. Schraubenzieher. Hier würde ich gerne wieder zumachen. Okay, alles scheinen wir nicht zu kriegen. Mach das so, damit der Ausgang nicht versperrt ist. Hä? Hä? Kapier nicht. Dann fehlt nur noch der Hammer. Das sieht schon aus wie ein Hammergriff. Diese verfluchte Kackmaus. Es fehlt ja nur noch der Hammer. Die Brechstange ist geil. Ich sehe hier zwei Hammerköpfe, aber ich sehe keinen vollständigen Hammer. Ich raste gleich aus mit dieser Maus. Okay. Ja, gut, ich nehme auch eine Säge mit. Womöglich erweist sich. Was sind die? Okay, ich soll manchmal Werkzeug einfach benutzen und danach wieder weglegen. Ich hab's. Ich muss mir meinen Hammer selber bauen. Ah, das ist ja cool gemacht. Oh. Okay, ich muss hier auch weg. Ich. Alter, dieses Ding ist so unheimlich. Achso, hier ist noch ein Auge. Alter, ist das gruselig. So schließen wir praktisch Orte komplett ab. Scheint, als ob das wieder ein Ort ist, von dem du dich fernhalten solltest. Die Welt wird langsam immer kleiner. Pass auf. Dich auf und gehe weiter. Dann versuche ich es jetzt nochmal hier. Ne? Hier kommen wir jetzt rein, weil wir. Echt jetzt? Lasse es in einer wohlverdienten Ruhe, du schaffst es auch ohne. Ja, muss ich halt zweimal klicken. Hier ist verschlossen. 3, 2, 5. Kapier nicht. Hier ist zu.
Hier komme ich raus. Hoch komme ich offensichtlich nicht. Es geht um diese Tür. Wir brauchen irgendwie die Kombination hierfür. Bis dahin müssen wir nochmal raus. Hier kommen wir nicht rein. Ich tippe auf irgendwas hier. Warte, ich muss mal ganz kurz was nachgucken. 3, 2 und 5. 3, 2, 5. 3, 2, 5. Hier ist die 5. Ich finde nichts mit 3. Gut, dann ergibt das momentan keinen Sinn. Auch hier kann ich gerade nichts machen. Ich frage mich, was es dann mit dieser 5 auf sich hat. Es muss ja irgendwie was damit zu tun. Ja, ist ja gut. Es muss dieses Schloss sein. Ich soll ihn ölen und ich weiß, wo eine Ölkanne ist. Die Ölkanne ist im Spielwarengeschäft. Also hier. Jawohl. Ölkännchen haben wir. Dann gehen wir da wieder hin. Dieses ewige Hin und Her dabei, das ist schon anstrengend. Ich probiere es nochmal mit 3, 2, 5. Vielleicht war das ja sogar richtig. Wer weiß, wer weiß. Und? Nö. Das ist verschwendete Zeit. Ich verrate. Echt jetzt? Die richtige Lösung ist ein Hammer. Ja, gut. Warum nicht? Finde ich lustig. Können wir... Okay, hier gibt es kein Licht. Aber es gibt ein Rechen, mit dem ich wohl irgendetwas machen kann. Ich räume die mal auf, ne? Da müssen die Kartons hier weg. Boah, Spinnen. Das gehört doch zur... Das gehört zu der Kasse. Ich will es mitnehmen. Ich will es unbedingt mitnehmen. Ein Radio. Okay. Der Karton muss irgendwie noch weg. Da bin ich mir ganz sicher. Sonst kann ich ja hier nichts machen. Aber das weist hier schon wieder so Richtung, Spielzeugladen. Wegen dem Teil der Kasse. Wobei, nee, die Kasse hier ist doch schon moderner. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich komme da nicht ran. Ich bräuchte halt irgendwas gegen die Spinnen. Und irgendwas gegen die Spinnen habe ich aber nicht. Wenn ich aufhöre zu klicken, gehen sie auch wieder weg. Aber jedes Mal, wenn ich neu klicke, kommen sie auch wieder. Wo kriege ich irgendwas gegen Spinnen? Spinnen, Spinnen, Spinnen. Vielleicht hier? Ich glaube ja immer noch nicht. Zur Not schaue ich halt auch nochmal auf der Baustelle. Auf Baustelle vielleicht, wir haben Mittel gegen den Spinnen. So. Vielleicht kann ich ihn mit dem Stein erschlagen.
Wer weiß. Wir schauen halt mal. So, hier ist wieder mal Schluss. Hier ist halt auch absolut nichts, was uns irgendwie weiterbringen könnte. Ich klicke einfach wieder wie ein Wilder hier rum. Nee, es muss direkt hier sein. So denke ich. Irgendwie muss das doch funktionieren. Ich kann ja auch nicht wieder davor stellen. Die bleiben jetzt da, wo sie sind. Oh, okay. Hä? Das blinkt dann immer da auf, wenn ich hier drauf drücke. Muss ich das da durchführen? Und darf dabei die Wand nicht berühren? Es sieht fast ein bisschen danach aus. Gott, jetzt kommen die Mausskills, die praktisch gar nicht vorhanden sind. Okay, und ich habe eine Abkürzung genommen. Cool. Hätten wir das. Es gibt Rätsel, die müssen gelöst werden. Was es letztendlich gebracht hat, keine Ahnung. Ich habe ein fucking Rätsel gelöst. Wie echte Männer das tun. Es hat sich aber hier immer noch nichts geändert. Tür ist immer noch zu, hier immer noch Tinte. Hier immer noch zu. Hier immer noch nichts. Machbar. Diese Tintenkontur, war die vorher schon? Ich meine, wie gesagt, hier ist sowieso alles komisch. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es komischer wird. Diese Uhr. Ich möchte die Uhr von hier mitnehmen. Aber es geht nicht. Hier kann ich halt auch immer noch nichts machen. Ja, klar. Ich kann... Kann ich ihr Werkzeug eigentlich bringen? Nee, ne? Klar. Natürlich nicht. Ah. Es muss hier doch irgendwie weitergehen. Warum ist hier das Eck rausgerissen? Gut, ich verstehe zumindest, dass das hier Latein ist, aber mein Latein ist echt beschissen. Deshalb kann ich das jetzt nicht wirklich übersetzen. Aber man kann ja auch nicht von jedem erwarten, dass der irgendwie hier Latein kann. Schlimm genug, dass ich es erkenne. Ich würde auch echt gern hier rein. Und in den Bücherladen. Und in den Gulli. Hier gibt's halt echt gar nichts. Was passiert dabei? Außer, dass es sich echt komisch anhört. Wer ist Johnny B? Verflucht. Wer soll Johnny B sein? Gibt's vielleicht jetzt was Neues auf der Baustelle? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Nö, alles beim Alten. Ich dreh durch. Was soll das? Ich kann doch nichts machen. Da gibt nichts. Es ist alles so komisch. Hier ist weiter auch nichts. Gibt es hier einen weiteren Hinweis? Ich glaube nicht. Ich schaue jetzt auch hier nochmal ganz genau nach. Ich sehe halt nichts. Es sieht alles sehr, 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 sehr unheimlich aus, nach wie vor. Aber das war's. Ich will halt eigentlich endlich nur wieder hier nach Hause. Und sonst. Wir müssen. Nein, wir müssen hier noch irgendwie was. In diesem Keller. Irgendwas müssen wir übersehen haben. Und jetzt? Haben wir jetzt das Rätsel gelöst?